Hey Leute, was geht? Knalldi meldet sich wieder zurück. Ja, und ich wollte mich erstmal entschuldigen, dass so lange kein Video mehr gekommen ist. Ich hatte da ein paar private Probleme mit Mädchen. Und ja, der Schule und Mädchen, wie gesagt. Und in den Ferien war ich arbeiten. So. Ja, wie gesagt, es tut mir wirklich leid und ich versuche jetzt öfters wieder Videos hochzuladen. Das Gameplay, was ihr im Hintergrund seht, ist von einer guten Freundin von mir gespielt, Mrs. Ravenhaven. Ich verlinke sie auf jeden Fall. Und sie spielt mit am Anfang mit der Peacekeeper, also dem Friedenstifter, und zum Schluss, glaube ich, mit der PDW. Ihre Streaks sind Drohne, Orbitalsatellit und Vitaleinheit. Und ja, das reicht sie auf jeden Fall und es ist ein ziemlich cooles Gameplay. Seht es euch an. Und ja, ich habe ein paar Themen für euch. Also erstes Thema ist Call of Duty Black Ops 2. Mir ist in diesem Spiel aufgefallen, dass man wirklich nur noch mit einer AN-94 oder der MSMC oder ja, zum Beispiel einer Scar-H spielen kann, weil man braucht in diesem Spiel overpowered Waffen. Wenn man in einem Gunfight mit einem Gegner kommt, hat man verloren, wenn man zum Beispiel eine G-Com benutzt, weil die einfach nicht so viel Damage macht, also Damage, also Schaden macht. Dann ist dann, ja, hat man halt einfach den Zweikampf verloren. Jo. Und das nächste COD, was nach Black Ops 2 gekommen ist, das ist ja Call of Duty Ghost. Und wie ihr alle wisst, ist Call of Duty Ghost für den PC, Entschuldigung den Ausdruck, aber so richtig beschissen. Dieses Spiel kann man einfach nicht am PC spielen. Es geht einfach nicht. Da kommen Frame Breaks, die FPS-Zahl, also die Bilderanzahl pro Sekunde, stürzt manchmal ab. Oder es laggt unterm Spielen und es liegt nicht an meinem PC. Ich habe einen wirklich sehr guten PC und an meiner Internetleitung liegt es auch nicht. Die ist so einigermaßen in Ordnung. Ja, ich hoffe, also, wie ihr alle schon bestimmt wisst, kommt ja das nächste Call of Duty von Sledgehammer Games raus. Die haben bei Call of Duty, also, die haben bei Infinity Ward, haben die mitgearbeitet, also mitgeholfen. Und meiner Befürchtung nach wird das nächste Call of Duty, also Call of Duty MV4, glaube ich heißt es, wird hoffentlich nicht genauso schlecht wie COD Ghost, weil also zumindest am PC, auf die Konsolen ist es ja spielbar, auf die Konsolen ist es ja eigentlich ziemlich in Ordnung, aber am PC, wie gesagt, ist dieses Spiel einfach nur Müll. Man kann es einfach nicht spielen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass Sledgehammer Games das neue Call of Duty wirklich besser macht. Dass halt auch die PCs, also besser im Fern von den PC-Spielern, dass die Computerspieler auch besser, also das Spiel besser spielen können. Ja, gutes Deutsch, ich weiß. Und das letzte Thema, das regt mich zurzeit übelst auf. Wie ihr selber alle wisst, seid ihr bestimmt selber alle in Facebook. Und es kommen in Facebook immer asozialere Videos. Gestern hat mich zum Beispiel ein guter Freund darauf hingewiesen, mir ein Video anzuschauen. Kurzer Zusammenschnitt: In dem Video geht es um einen Mann, also genau zu sein, zwei Männer, einer filmt. Und der eine Mann packt einen Hund am Schwanz, zieht ihn bis zur Kante von einem Hochhaus und wirft ihn runter. Eiskalt. Einfach nach unten. Der Hund schlägt auf und sie freuen sich. Ich verstehe sowas nicht. Wie kann man sich freuen, ein unschuldiges Tier zu quälen? Das ist unlogisch. Das geht einfach nicht. Und das Schlimmste war ja, der Hund war ja nicht mal sofort tot. Der hat ja dann unten noch gejault. Das Video war so schrecklich. Wie ist es denn auch total anders gegangen, weil ich sowas einfach nicht verstehe. Wie man ein unschuldiges Tier quälen kann, indem man es runterschmeißt von einem Hochhaus. Ich lasse es mir eingehen, wenn es wenigstens schnell getötet geworden wäre. Und zum Beispiel einschläfern lassen oder so. Das wäre ja noch ganz akzeptabel. Aber nicht einfach so vom Hochhaus runterschmeißen, weil man einen zu kleinen Penis hat, weil man einen kleinen Penis hat. Ich verstehe so ein bisschen. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, und in Facebook kommen ja immer schlimmere Videos. Da habe ich zum Beispiel noch ein Video gesehen, da schneidet sich ein Mann seine Eichel an seinem Penis ab. Ja, mit einem Küchenmesser.
Ja, das war sehr appetitlich und ja, oder diese ganzen, ja, Ekligkeit einfach. Die ganzen anderen Videos. Ja klar, es sind lustige Videos dabei. Da wo mir eigentlich keins einfällt, weil ich zurzeit keine lustigen Videos mehr gesehen habe. Aber ja. Und ja, ich würde halt mal interessieren, also schreibt es in die Kommentare, wie ihr dazu, zu diesem Thema und so steht's, ob man unschuldige Hunde von Hochhaus werfen sollte. Am besten nicht, nein, man sollte sie definitiv nicht vom Hochhaus unterwerfen und auch keine anderen Tiere quälen. Und so, weil Tiere quälen, es ist. Das macht man einfach nicht. So viel Anstand muss man denn das besitzen, dass man das nicht macht. Ja, okay, ich weiß es nicht, wie es in solchen Entwicklungsländern vorgeht. Weil das Video, man hat sie ja reden gehört, das waren keine Deutschen, nie überhaupt, glaube ich, dass das ziemlich weit im Süden unten war. Aber trotzdem, sogar die im Süden unten müssten eigentlich wissen, dass man Tiere nicht quält. Leute, ich könnte über das Thema noch Stunden quatschen, aber ja, das würde nicht unbedingt passend sein, weil ich da bestimmt ein paar Wörter benutzen würde, die nicht unbedingt angebracht für YouTube sind. Ja. Ja, Leute, das muss jetzt einfach mal gesagt werden und wie gesagt, ich versuche auch noch mehr Videos hochzuladen. Ich bin zum Beispiel zurzeit an einem Projekt dran, also ich und ein guter Freund haben uns DayZ gekauft und wir würden es gerne let's playen. Nur das Problem ist, bei mir stimmt da noch nicht so ganz alles, mit zum Beispiel Frames, die stürzen, also die Bilder pro Sekunde stürzen hin und wieder ab. Ja, das Spiel ist auch noch in der Alpha, ja, ich weiß, aber ja, wenn ich die Grafik und das Spiel so einigermaßen zum Laufen gebracht habe, dass man es auch aufnehmen kann, dann lade ich es sicher auf YouTube hoch. Und ja, mir und einem Kumpel passiert in diesem Spiel ziemlich viel Mist. Oder ziemlich coole Gunfights, sprich mir treffen auf andere Gegner, die wo sofort das Feuer eröffnen. Ja, auf jeden Fall, ja, das war's dann schon wieder von mir. Ja, dann, reingehauen, Servus. Ja, das war's dann eigentlich schon wieder von mir, Leute. Ja, dann, tschüss. Abschuss verwehrt.